Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo. Und wir bleiben hier und machen mit Brutschwarm weiter. Kommandant, der Tyrannidenschwarm greift weiterhin verletzbare Ziele an. Ein mächtiger Tyrannidenkrieger hat seine Brut in Schutzbunker und andere Bereiche geführt, die man zuvor für sicher hielt. Die Folgen für die Moral sind katastrophal. Was noch schlimmer ist, dieser Ausbruch kann, sofern er nicht schnellstens unterdrückt wird, die gesamte Region destabilisieren. Eliminieren Sie diese Bestie schnell, um alles zu sichern und den Schwarm zurückzutreiben. Und die Belohnung ist schon wieder was, was man sehr gern in Erfahrung umwandeln kann. Weil das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Ach Mist, jetzt Und haben können wir jetzt wir. dafür sorgen, dass die Massen Ich keine hab's Angst mehr auch haben gerade müssen? gemerkt. Nein, wir bekämpfen den Feind, wo auch immer er sich versteckt. Ist aber auch zum Kotzen. Achtet auf Hinterhalte. Aber das Medipack gegen das Rüstungsdingens Ist da. ja auch Schwachsinn. Ja, dann verrecken wir ja ständig. Also noch mehr ist sowieso schon. Ich würde dann aber vorschlagen, wir gehen erstmal nach oben und den Schrein holen. Ungewöhnlich, an welchen Platz wir gerade rausgekommen sind. Oh, Ja, hier so liegt noch ziemlich was. mittig, ne? Ja. So. Noch mehr, was wir in Erfahrung umwandeln können. Immer gut. Immer gern gesehen. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Wieso ist da oben ein blauer Stern? Als ob wir dort einen Versorgungspunkt hätten. Ich mich auch gerade. Oh, hier sind ja Gegner. Zack. Günstlich von Baradiel. Der Herold des Krieges und ein Stufenaufstieg. Hat er sich aber auch verdient, der Oberkommandierende. Und ein Raketenwerfer, Klage von Mars. Und ein geiler Sturmkanone, Sturm der Reinheit. Cool. Fehlt nur noch die Und Terminatorrüstung. ein Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Sprungmodul namens Himmelshammer. Für den Oberkommandierenden? Naja, wer kann sonst einen extra Slot mit Sprungmodul nehmen? Thaddeus hat standardmäßig eins. Ach so, stimmt. Ja, dann wohl für ihn. Müsste man sich halt überlegen, ob man das tatsächlich Ob mal in sich's Betracht lohnt. zieht. Ja, ich sag mal, solange ich mit dem Cybot gemeinsam unterwegs bin, macht es eigentlich wenig Sinn. Richtig. Und du musst immer dran denken, selbst wenn es ein Zubehörplatz wäre, kannst du kein Medipack mehr mitnehmen. Ja. So. Ich mache übrigens ein bisschen Spawn-Camping hier. Ja. Ich stehe hier noch am Anfang, heile mich fleißig und töte alles, was spawnt. Soll unser Weil hier Schaden oben nicht direkt sein. so ein Brutgebäude ist. Ich wollte jetzt mal hinten hier. Ach so, wollen wir überhaupt das Gebäude? Ja, der wollten wir, genau. Ja, klar, wir haben das andere ja schon. Ich sehe es gerade. Dieser Schrecken muss ein Ende haben, sagt er. Ach, da hat er recht. Ja, der hat viele Weisheiten parat. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Aha. So Das ist ist es mir also. neu. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Unsere Das ist so Verbündeten ähnlich werden wie angegriffen. bei COC. Red Alert 3. Zu Ja. wenig Ressourcen. Ja. Genau.
Ich wusste sofort, worauf du hinaus willst. Und Cybert hat auch einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Geil. Es läuft. Übrigens, Tarkus mit seiner energiebasierten Granate ist eine schöne Sache. Was, Tarkus? Was, wie war? Tarkus braucht jetzt keine Munition mehr für Granaten. Ah, cool. Oh, und nochmal was Schönes, ein Sturmbolt, da habe ich jetzt gefunden, Sturm der Wahrheit. Ich hätte erst den Verderber des Ketzers oder so, auch eine Cybert-Faust, wie es aussah. Mhm. Ich gehe jetzt ja mal in den Bereich in der Hoffnung, dass das hier nichts. Ich glaube, das ist der Bosskampf. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, aber das ist halt so komisch markiert, oder? So ein bisschen. Ja, klar. Ich gehe einfach mal rein, ich bin mehr als sterben kann ich ja nicht. Toll, und dann muss ich wieder hochkommen und dich retten. Richtig. Du musst ja auch zu irgendwas gut sein. Außer zum Spawn campen und einen Haufen Ausrüstung abgreifen. Und Erfahrung. Na gut, Erfahrung bekommt man von den kleinen Ganten nicht viel. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, weil wenn hier hinten der Punkt, ich glaube, das ist einfach nur falsch markiert, das ist, glaube ich, einfach nur das falsche Symbol. Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Weil ich wüsste nicht, was hier hinten für ein Gebäude ist, wo ich mich dran versorgen kann. So. Passiert aber auch nichts. War hier mal was? Waren wir schon mal auf der Map irgendwie? Der Map, naja, klar. Oh, Grab der Champions. Eine blaue Cyberpanzerung. Ja. Das fetzt. Ja, hier hinten ist tote Hose. Wir waren ja schon mal auf der Map. Das war die in der Elder-Map gegen die Warp-Spinne. Sonst hätten wir nämlich die Gießerei nicht. Ach ja, stimmt. Ach so, ja. Die Map ist das, wo ich schon mal rumgelaufen war hinten. Und dann warten musst du, bis du soweit bist. Weil ich unbedingt hinten den Punkt noch holen wollte. Oh, Carnifex. Alter Schwede. Der Oberkommandeur in der Allee, der haut den schon ganz schön rein. Krass. Das war beeindruckend. Komisch, dass denn die Versorgungspunkte nicht bleiben, wenn man schon mal hier war eigentlich, oder? Wäre jetzt so einfach. Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Ja, womöglich. Verbündete Infanterie wird aufgerieben. Wir müssen sie unterstützen. Nein. Du sollst leben. Zack. Also ich komme hier ganz gut durch. Ja. Du hast ja auch kein Problem mit Nahkämpfern. Das ist richtig. Im Gegenteil. Oh, wir hätten da ja noch einen Punkt gehabt. Mist. Könnte ich eigentlich glatt auch noch holen. Weißt du was? Mach das mal. Ja, deine Mitte wollte ich hin. Achso, gut, dann. Ja, na geh ruhig. Ich meine, wir müssten ja früher oder später sowieso nach unten gehen. Genau, das mache ich jetzt mit dem Cybot. Und du grillst einen Haufen Absorber. Und hau mal ordentlich auf den Tisch. Zack. Du kannst nicht weitergehen, Leute. So. Oh, noch ein Carnifex. Mal gucken, wie der Cybert sich schlägt. Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Ja, passt. Ich würde sagen, der haut ihn ziemlich aufs Maul. Ja, aber der Oberkommandierende war fast noch schneller.
Darum heißt er Oberkommandierender. Geil. Oh, hier geht mir der Cyber bestimmt drauf. Hau doch mal auf den Tisch. Also beweg dich manuell halt in die Mitte rein und dann hau auf den Tisch. Ja, das Problem ist, ich werde nicht mehr ankommen. Ja, der kriegt einfach so viel Schaden da. Irre. Ein Günstling von was? Baridiel oder so? Irgendwie sowas. Himmelshammer, Sturm der Wahrheit. Ach, mir werden hier noch deine ganzen Items angezeigt, die du erst gesammelt hast. Ja. Kurios. Und die greifen unsere Kapsel an. Oh nein, bitte nicht. Hä, was? So wie es ist, ein bisschen buggy, kann das sein? Kapsel kann zerstört werden. Es gibt ja auch eine Fähigkeit, wo du den eine Kapsel rufen kannst, als das ist ja ein Verstärkungssignal im Endeffekt. Aber die hat doch gar keine Lebensanzeige. Ich weiß bloß, die du als Fähigkeit rufen kannst, hat eine Lebensanzeige. Ja, okay, das ist ja dann noch was anderes. Oh Gott, ich werde bestimmt sterben. Oh nein, ein Lektor. Rockbeseitiger. Ja, Kettenschwerter brauchen wir nicht. Die sind nur technisch gesehen zu schwach. Ja, aber für Erfahrung ist es immer gut. Wow, sehr beeindruckend. Es tut sich gar nichts. Kann sein, dass sich der Schwarm schneller heilt, als du ihm Schaden zufügst. Ja, ist ehrlich, meine Fähigkeit, die macht, glaube ich, ein bisschen was aus, oder? Nee, auch nicht wirklich. Mach ich überhaupt gerade Schaden? Das ist... Unbeirrbarer Warp-Kreuzritter. Das ist ein Teleporter für den Kommandanten. Hm. Teleporter hat man eigentlich auch schon mal einen. Ja, einen ganz einfachen. Faust der verehrten Toten ist eine... Faust für den Cybot. Richtig. Ich würde ja mal was für eine Terminatoren-Rüstung. Ja, du so zwei oder so. Ich habe ja keine großen Ansprüche. Zwei reichen ja erstmal. Selbst wenn es irgendwelche billigen sind. Hauptsache Terminatoren. Richtig. Geil sehen die aus, so oder so. Nee, dass wir auch mal die ganzen Terminatoren-Waffen benutzen können. Tja. Wäre zu schön. Hier, mach du das mal mit dem Gebäude. Ich kümmere mich mal um das Gesocks. Ja, jetzt rennen sie weg, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wir haben Tarkus gesehen. Okay, bei dem Anblick würde ich abhauen. Ekelhaft. Oh, hier. Unleugbarer Hammer der Wahrheit. Das ist ein Energiehammer für den Oberkommandierenden. Ja, sieht man. Ist ja auch so. So. Da können wir eigentlich den Thule liegen lassen, oder? Nee, wir müssen ja da sowieso rüber. Weil dann noch ein Ziel ist, dass noch ein Warm ist. Aber der Oberkommandierende hat echt, eigentlich gar keine großen Probleme mehr. Höchstens, dass ich mal kurz heilen muss, aber ansonsten... Ja. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, du bist ja, glaube ich, mit den Skillpunkten noch nicht so weit, mit jedem getöteten Gegner stellt er Gesundheit wieder her. Ja. Da brauchst du dann auch fast das Medipack nicht mehr. Wenn du halt möglichst viele kleine Einheiten hast, ja, lohnt sich dann schon.
So, ich das hier kaputt habe, werde ich dann mal den Tode wiederholen. Ja, die kleinen Dinger kannst du ja lassen. Diese leichten Einheiten geben ja schön Erfahrung, also lassen sich leicht töten, geben ein bisschen Erfahrung. Wichtig ist, dass die Nester weg sind. Wobei die halt ein das Hauptmissionsziel sind. Weil die Nester fordern diese schweren Einheiten an. Ah, jetzt habe ich es immer soweit, jetzt hau ich es noch kaputt. Ja, gut. So, und jetzt hau ich mir den Tule wieder. Oh, ein kleiner Empfang wurde mir bereitet. Zack. Ah, das sieht doch schon wieder gut aus. So. Zack, hier mal ein bisschen rumragen. Goal. So. Das hier haben wir schon eingenommen. Da werden ja hoffentlich auch keine mehr unterwegs sein. Aber sicher, sicher. Mal kurz gucken. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, auf einer Karte 100% zu bekommen. Getötete Gegner, meine ich. Ich glaube, wir hatten doch schon mal 100%, oder nicht? Keine Ahnung. Also ich hätte gedacht, dass wir in den ersten Missionen ab und an mal 100%... Ich weiß, so 91 oder 95% hatten wir ein paar Mal gehabt. Ja, vielleicht habe ich das jetzt einfach durch die volle Punktzahl an Marken irgendwie... Ja gut, die bekommt man ja meist ab 85 oder 90% bekommt man ja 5 Wildheitspunkte. Ja, letztens hatten wir 82 und haben es trotzdem gehabt. Naja, ist halt, denke ich mal, auch ein bisschen von Mission zu Mission unterschiedlich. Der Davian wird übrigens kaputt gemacht vom Seepferd. Hä, hier ist ein Seepferd? Ah, ja, da war ein Seepferd. Richtig, es ist in die Luft geflogen. Ja, niemand bleibt vor seiner Macht bestehen. Na komm. Noch ein Hit. Zack. Ich habe gerade mal den Erfahrungsbalken bei Tarkus beobachtet, was der so bekommt, wenn wir so ein Schwarmgebäude vernichten. Aha. Das sind nun vielleicht 2 Millimeter vom Erfahrungsbalken. Balken. Unterwegs, 24 HP hat das Herbert. Schön. Ja, der kann's. Ach je. Da ist er. Eliminiert ihn. Zack, mitten rein ins Gemenge. Da war er, Gnade von Ross. Ross. Das muss, könnte eine Terminator-Rüstung sein. Ich glaube aber nicht, das könnte auch eine normale sein. Ich habe nicht aufs Bild geguckt, ehrlich gesagt. Hatten wir nicht schon mal Gnade von Ross? Ich glaube, das war, da war es in der Energie. Also. Ja. Wie gesagt, ich habe leider nicht aufs Bild geachtet. Ja. Und da ist er wieder. Wäre sympathisch, wenn du mir mal die Venatoren vom Hals hältst. Ja, weil ich Nahkampf und so. Hatte bisher zu tun. Geil.
Zugepackt, Kopf in den Boden, rausziehen, wegschmeißen. Die sind so cool, die Teile. Ich möchte einen als Haustier. Bitte to go. To go zum Mitnehmen, bitte. Dieser typische Bäckereisatz. Kaffee to go auch zum Mitnehmen. Immer wieder schön. Nein! Hä? Was war denn jetzt? Jetzt habe ich gerade meinen falschen Skill geklickt, oder wie? Ich wollte eigentlich das Medipack benutzen. Stattdessen habe ich die Einheit gewechselt. Naja. Und danke fürs Aufstellen. Muss ja auch ein paar Mal sowas nutzen, was ich so noch habe. So. Bleibt noch das und dann ist diese Mission auch wieder rum. Hoffentlich. Oder kommt jetzt wieder ein überraschender Bosskampf? Nö. Sieht doch nicht danach aus. Boah. Das hält echt viel zu viel aus, das Teil. Noch eine Schlacht gewonnen. Jene, die den Tod fürchten, können jetzt unter ihren Betten hervorkommen. Mögen unsere Feinde sich in Acht nehmen, denn der Sieg ist unser. Überlegenes Energieschwert. Ja, bloß gut haben wir das. Oh je. Wir waren selten so schlecht. Terminator Sturmkanone. Sprungmodul für den Oberkommandierenden. Eine Plasmapistole. Ich habe die Aufzeichnungen des Ordens studiert und diese Tyranniden scheinen die gleichen zu sein, die von den Ultramarines auf Tarsis besiegt wurden. Sie können ebenso gut von der gleichen Schwarmflotte stammen, Thaddeus. Das ist es ja, was die Tyranniden so tödlich macht. Es genügt, wenn wenige Schiffe der Schlacht entkommen, damit die Flotte überlebt. Diese wenigen Schiffe werden weiterhin schwach verteidigte Welten verschlingen. Dadurch erhalten sie die Biomasse, die sie brauchen, um die Schwarmflotte wiederherzustellen. Und wenn sie genug Zeit haben, wird sie dann noch größer. Jede Schwarmflotte, der wir begegnet sind, hat das Potenzial, das Imperium zu stürzen. Und jeder hat das Potenzial, jede Anzahl an Splitterflotten zu erschaffen, wenn sie in schwächere Sektoren entkommt. Merken Sie sich meine Worte, Thaddeus. Das Imperium hat keinen Mangel an tödlichen Feinden, aber im Vergleich zu den Tyranniden verblassen alle. Ich würde sagen, wir leveln jetzt noch ein bisschen und dann machen wir erst nachher Schluss, so das Kettenschwert direkt weg und genauso das Energieschwert, oder? Ja, ach komm. Ja, klar. So, der Hammer. Macht natürlich ordentlich Schaden, ist halt langsamer. Aber ich denke mal, ja komm, der muss eigentlich her. Das gehört. Jetzt brauchst du noch aber den Teleporter, ne? Brauche ich den? Naja, so als Kombi. Wäre das Sprungmodul eigentlich cooler. Kannst aber jetzt ab Stufe 16 benutzen. Ja, ich sehe schon. Ah, teleportieren? Nee. Ach, ich lasse das mit dem Teleportieren und mit dem Sprungmodul. Weil guck mal, das ist ja einfach blöd, wenn ich... Nee, ach hier, komm. Nehm mal lieber die Erfahrung. So. Kurzen Prozess. Du gehst jetzt nämlich an auf Nahkampf, ne? Mhm. Dann müsstest du aber doch den Hammer weglegen und eine schnelle Nahkampfwaffe nehmen. Warum? Ja, wegen dem Skill, den du bekommst, wenn du auf Nahkampf gehst. Also ich verteile mal die Punkte fix. Ja, Moment. Ich bin gerade bei Thaddeus. Sowas war jetzt. Wenn Kampfschrei aktiv ist, teilt der Oberkommandierende bei Infanterie viele Todesschläge aus. Andere Feinde werden zurückgestoßen. Das heißt, je schneller du zuschlagen kannst,
desto mehr sofortige Todesstöße hast du, desto mehr Gegner tötest du. Ja, okay, aber ist das jetzt so entscheidend? Stellt sich mir da die Frage. Weil der Hammer, der ist ja nur für den Oberkommandierenden. Genau. Ich würde, denke ich, schon gern die. Warte mal, jetzt hast du gerade die Pistole weggegeben, ne? Ja, ich habe die Pistole, habe ich jetzt Thaddäus gegeben und seine Pistole weggemacht. Weil das war eine Stufe 3 Pistole. So, jetzt fragt sich, was er behält. Ich würde ihm jetzt die Energie-Axt geben und die Handschuhe weg. Oder? Ja, die Handschuhe. Ach. Ja, komm. Wir finden hier sowieso so viel Mist. Wir brauchen uns eigentlich gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Ja, eigentlich nicht. Von daher. So, dann hast du noch hier Gnade von Russ. Kampfdisziplin Stärke brauchst du ja nicht mehr, da du ausgeskillt bist. Und Flammenwaffenwiderstand brauchen wir auch nicht, oder? Also, eigentlich nicht, ne? So. Dann gehe ich erstmal zu Thule. Der kriegt jetzt erstmal die gepanzerte Rüstung. Ach komm, ihr habt jede Punkte drauf, oder? Was wäre das hier? Ja, auf den alten Energie. Verteidiger wollen wir ja irgendwie kommen. Da macht der Altnis. Ja, das ist eigentlich auch mit das Praktischste hier, würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich den Effekt gar nicht vorgelesen. Tech Marine Martellus verstärkt den Panzer des Cyborgs, der dadurch widerstandsfähiger gegen Fahrzeugabwehr und Fahrzeugabwehrwaffen wird. So, und dann haben wir hier noch die Faust für ihn. Die macht deutlich mehr Schaden und hat eine Chance von Regeneriert Gesundheit. 21%, 38 Gesundheit zu regenerieren, was natürlich äußerst praktisch ist. Ist also gekauft und damit kann das alte Ding weg. Zack. So. Dann können wir gleich gucken, die Hand von Tritos, die andere Faust unten rechts, die bleibt auch, denn die gibt plus 13% Nahkampfschaden und 18 Gesundheit regenerieren. Ja, und ist halt nicht mal eine Chance, sondern es ist halt sicher die 18% Ja. Gesundheit, von daher eine coole Sache auf jeden Fall. Der Warum habe ich die Raketenwerfer kann andere? eigentlich weg, oder? Es ist kein Raketenwerfer. Klage von Es ist Mars? Sturmbolter. Die Klage von Mars ist ein Stufe 16 Raketenwerfer. Ja, wo hast denn du den? Bei verfügbarer Waffen habe ich den. Das zweite Ach Item. ja, gut, bei mir war automatisch runtergescrollt. Darum habe ich den nicht gesehen. Ja, würde ich jetzt mal wegtun. Hast du schon Ja. getan, ne? Gut. Dann, was ist das? Ach, das ist die Sturmkanone. Cool. Und Herold des Krieges können wir erstmal behalten, oder? Ja. Herold des Krieges. Naja, wäre halt dann bloß was für den Thaddäus. Ach komm, jetzt müssen wir was verkaufen. 7 XP fehlen dem Aramus. Ja, wir finden auch was. Warte, ich muss ja mit Avitus auch noch ein bisschen was veranstalten. Genau. Also zuerst Tacus oder Avitus? Fange ich bei Tarkus an. Okay. So, und dann bekommt er noch 2 Punkte auf den Fernkampf. Genau. Und dann geht es weiter mit Avitus. Avitus bekommt auch seine 2 Punkte auf den Fernkampf. Hat jetzt endlich einen schweren Waffenspezialisten. Braucht einen Genau. schweren Bolter und die Plasmakanonen nicht mehr auf- und abbauen. Sehr praktisch. Oh, Thaddäus hat ein Level-Up. Ja. Sehr cool. Ich springe mal kurz zu Thaddäus. Der kriegt seine 2 Nahkampfpunkte, ist jetzt fast voll. Und bleibt trotzdem erstmal hier. Und jetzt springe ich nochmal hoch zu Aramus. Der kriegt jetzt seine Punkte auf Leben, würde ich sagen. Weil. Ja, ach komm. Da ist er dann richtig tanky. Ja, müssen wir Gut. bloß noch gucken wegen der Cyborg-Rüstung, welche wir da behalten, dann würde ich die andere nämlich auch sagen, hauen wir weg.
Ach so, Ja. 84 Gesundheit, 17 Genauigkeit, insbesondere 15% Fernkampfschaden. Würde ich die unerschütterliche Panzerung wegmachen. Also die grüne. Warte kurz, bitte. Ja. Ja. Kann weg. Gut, Gut. haben wir wieder ordentlich XP gesammelt. Brauchen wir bloß endlich mal eine Terminator-Rüstung. Wir haben schon eine schöne Sturmkanone. Wir haben einen Sturmbolter. Wir haben Donnerhammer und Sturmschild. Tja, die Frage ist dann, wer kriegt das zuerst? Also ich bin ja für Avitus, weil wir für den gleich die Sturmkanone haben. Und dann ist der nächste, denn Thaddäus mit Donnerhammer und Sturmschild. Und dann würde ich sagen, dein Oberkommandierender, damit er den Sturmbolter bekommt. Ach, der Weil der kann auch Sturmbolter. eine. Nee, doch, kann der auch eine Naja, guck, Terminator-Rüstung? gehen wir auf den Sturmbolter. Da steht, erfordert Terminatorenrüstung und verwendbar durch Oberkommandierender, Avitus und Tarkus. Das ist schon cool. Also kann Tarkus in dem Teil doch schon eine Terminatorenrüstung anwenden. Ah, cool. Das heißt, wir brauchen Drei. vier Terminatorenrüstungen. Vier? Ach so, ja, Vier. stimmt, vier. Ja, Tarkus, stimmt. Avitus, Aramus und Thaddäus. Ja, geil. Na, okay. Dann machst du erstmal einen Cut. Würde ich sagen, ja. Aber, nee, warte mal. Doch, Thaddäus, genau. Der kann den Hammer und das Schild nehmen. Boah, ich freue mich schon richtig drauf. Das ist so meine größte Motivation, ehrlich, momentan, diese blöden Terminatoren-Rüstung zu finden. Echt irre, wie ich mich darauf freue. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und vielleicht klappt es ja dann endlich mal in der nächsten Mission. Wer weiß. Bis dahin, tschüss. Tschüss.